Habt ihr gewusst, dass ihr Millionäre seid? Kein Joke, jeder von euch ist ein Millionär heute Morgen. Ich weiß nicht genau, ob du das Portemonnaie schon überprüft hast, ja? Aber darum geht es mir nicht so sehr, sondern heute Morgen ist mir klar gewesen und auch in der Vorbereitung, wir sollten uns dessen bewusst sein, wir sind Millionäre. Jedes Jahr neu kriegst du eine Menge Millionen auf dein Zeitkonto. In diesem Jahr hast du 31.536.000 Sekunden geschenkt bekommen. 365 Tage. Du hast eine Riesenchance, aus diesen Millionen was zu machen. Du kannst aber auch am Ende des Jahres als Hartz-IV-Empfänger enden. Das liegt ganz bei dir, indem du dich entscheidest und sagst, Gott, was werde ich aus diesen Möglichkeiten, die du mir in diesem Jahr schenkst, machen? Und jemand hat das gesagt und diesen Satz habe ich mir gemerkt, das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, die du machst, sondern an den Momenten, die dir den Atem rauben. Und ich wünsche dir, dass du diesen Gegensatz verstehst, dass du in diesem Jahr Momente schaffst, die atemberaubend sind. Nicht einfach nur, hurra, ich habe vor mich hin transpiriert und ich habe vor mich hin geatmet, sondern ich habe mich gefragt, Gott, was soll in diesem Jahr Atemberaubendes laufen? Ich weiß nicht, ob du dir schon eine Liste gemacht hast. Ja, wehe dir nicht. Manche Leute, die leben ihr Leben ohne eine Festlegung, was will ich in diesem Jahr mit Gott zusammen erreichen? Und soll ich dir sagen, was am Ende deines Lebens rauskommt und deines Jahres? Genau nichts. Du hast alles gemacht wie immer und deswegen kommt am Ende des Jahres auch alles raus wie immer. Wenn du was Größeres sehen willst, was musst du tun? Du musst den Zustand ändern und du musst die Festlegung am Anfang des Jahres ändern, damit es am Ende des Jahres anders rauskommt. Und das ist eine Festlegung, die du treffen musst, jetzt und heute. Was willst du mit dieser Zeit machen? Und wie bereit bist du zu sagen, das, was ich innerlich von Gott empfange und festlege, da bin ich bereit, mit aller Kraft dran zu arbeiten. Es gab Sokrates. Kennt ihr Sokrates? Das war ein alter griechischer Philosoph. Und zu ihm kommt einer seiner Schüler. Die hatten so Leute, die mit ihnen zusammengelebt haben und die sie dann gelehrt haben. Und dieser Schüler kommt und sagt, Sokrates! Bitte, bitte, wofür lohnt es sich zu leben? Sokrates nimmt den Kerl mit. Sie kommen an einen großen Waschzuber. Sokrates sagt, guck mal rein. Der guckt rein im selben Augenblick, schnappt er ihn am Hinterkopf und drückt ihn mit aller Kraft ins Wasser und hält ihn unter Wasser. Und der fängt an zu zappeln und zu zittern und zu rühren und er hält ihn einfach weiter unter Wasser. Und kurz bevor man denkt, so jetzt ist aber fertig, holt ihn wieder raus und sagt, mein Freund, hast du das Leben gespürt? Ja! Wenn du bereit bist, so für dein kommendes Ziel zu arbeiten, wie du jetzt um dein Leben gekämpft hast, dann garantiere ich, du bist erfolgreich in diesem Jahr. Und ich dachte, eine hammerharte Lektion. Möchte einer das von euch ausprobieren? Nein, möchten wir nicht. Aber ehrlich, mit was für einer Hingabe bist du bereit, dieses Jahr zu nutzen? Da musst du jetzt den Punkt setzen und sagen, hey, ich habe tatsächlich so viele Möglichkeiten, das liegt in meiner Hand. Gott hat mir, wie all den anderen um mich herum, diese 31.536.000 Sekunden gegeben und ich kann sie wirklich verplempern. Und am Ende sagen, oh Gott, ich wollte so gerne, dass aus meinem Leben was rauskommt. Ich wollte dir so gerne dienen. Ich wollte so gerne deine Herrlichkeit sehen. Ich wollte so gerne und ich hatte so richtig, hey, und am Ende des Jahres stehst du da und sagst, ja, war so wie letztes Jahr auch. Wieder nichts berissen. Wieder alles geblieben, mehr oder weniger, wie es war. Und weißt du, woran es hakt? Du hattest einen guten Vorsatz, aber was hast du nicht gemacht? Nicht durchgehalten und ihn nicht mit aller Kraft verfolgt. Dazu brauchen wir das, was wir Leidenschaft nennen. Wenn Gott zu dir redet und in dein Leben reinkommt, dann hat er einen Plan für dich und dann hat er eine Zielsetzung. Wir nennen das auch eine Vision. Vision kannst du übersetzen mit die Sicht, die Gott für dein Leben hat. Und unser Plan muss es sein, rauszukriegen, Gott, was willst du mit mir in diesem Jahr tun? In welchen Bereichen meines Lebens soll ich wirklich wachsen? Was hast du vorgenommen? Was sind die Schwerpunkte, die ich setzen muss? Und du kannst nicht alle Schwerpunkte gleichzeitig setzen, ja, das schafft niemand. So deshalb muss der Punkt sein, am Anfang des Jahres zu sagen, Gott, wo ist der Schwerpunkt, den du für mich hast? Und dann fängst du an, da zu rennen und zu rackern. Und ihr Lieben, es ist ein Trugschluss, den uns die Leute erzählen. Ja, das Normale ist, dass die Leute sagen, meine Zeit steht in meinen Händen.
Aber das stimmt nicht, Leute, stimmt's? In der Bibel gibt es einen alten König, der heißt David, und der sagt, meine Zeit steht in Gottes Händen. Also das heißt, Gott hat einen Plan für dich. Für 2010 hat er einen Plan. Und es reicht nicht aus zu sagen, oh, ich geibel mal jeden Tag rein und mal gucken, was passiert. Sondern die Frage muss sein, Gott, was ist wirklich das Ziel? Wo soll es in meinem Leben richtig vorwärts gehen? Was hast du dir vorgenommen? Und dann dürfen wir hingehen und den Herrn fragen und sagen, Gott, wofür soll ich brennen? Mich hat das fasziniert. Es gab einen Stahlmagnaten, also einen Mann, der mit Stahl eine Menge Millionen gemacht hat, der hieß Dale Carnegie. Und der hat sich was vorgenommen im Leben. Der hat gesagt, die erste Hälfte meines Lebens verdiene ich so viel Geld wie möglich und in der zweiten Hälfte meines Lebens gebe ich alles aus, um Leuten zu dienen. Der Mann hat das tatsächlich umgesetzt. Noch heute gibt es sogenannte große Hallen, die dazu genutzt werden, um allgemeingültige Redner und sonstige Leute einzuladen. Das nennt man Carnegie Hall. Das ist eine Erinnerung an diesen Mann, der tatsächlich seine Millionen, die er verdient hatte, massiv eingesetzt hat, um einfach Gutes zu tun. Und ich dachte, hey, was für eine heiße Lebensperspektive. Der hatte was begriffen, dass unser Leben niemals erfüllt sein können, wenn wir total selbstzentriert leben. Das wird niemals dich glücklich machen, sondern es wird nur dann glücklich, wenn du entdeckst, Gott, was ist da für ein Plan und was willst du aus meinem Leben zum Segen für andere Leute werden lassen? Das ist das, was, wozu du hier auf der Erde rumläufst. Und hier ist die Frage, wie werden wir das anstellen? Und wisst ihr, was mir klar geworden ist? Dieses Ziel, das wir uns nehmen, diese Vision, die wir uns nehmen, die wird uns formen. Die wird unsere Persönlichkeit formen. Mit der Hingabe, mit der du das verfolgst, wird alles andere mehr und mehr zur Seite gedrängt, weil du einen Plan hast und auf dieses Ziel fokussierst du dich und damit gehst du mit aller Kraft voran. Das wird dich formen. Ja, hast du mal jemanden erlebt, der massiv ein Ziel verfolgt? Mit den Leuten kannst du nicht übers Wetter reden, sondern über was reden die? Über ihr Ziel. Du musst mal diese Super-Hypersportler fragen, die ein Ziel haben. Hey, hör mal, wir haben demnächst Kaffee und Kuchen, willst du vorbeikommen? Nee, ich komme nicht vorbei. Warum kommt er nicht vorbei? Weil der hat ein Trainingsprogramm und eine klare Diät und er weiß, die muss er strikt einhalten, damit er am Ende in seinem Programm vorwärts kommt und seine Leistung bringen kann. Der hat ein Ziel. Manchmal staune ich, wenn ich mit Christen zusammen bin, worüber die alles reden können. Und wisst ihr, was ich bei denen merke? Die haben kein Ziel. Die verpulvern sich in 150 verschiedene Richtungen. Und dann wundern sie sich am Ende, dass das, was Gott eigentlich vorgenommen hat, das kommt nicht raus. Und am Ende des Jahres sagen sie, hey, es war irgendwie ein nettes Jahr. Wenn du die fragst, ey, konkret, wo bist du gewachsen? Was hast du wirklich mit Jesus erreicht? Ja. Ja, was heißt denn ja? Das heißt null. Kein Plan, weil ich mich in tausend Sachen verzettelt habe. Du kannst ja mal versuchen, einen wirklich klaren, straffen Strahl, ja, so einen Wasserstrahl, auf ein Ziel zu bringen, wenn du eine Gießkanne nimmst. Hast du das mal probiert? Muss mal richtig Druck drauf bringen, wenn du eine Gießkanne nimmst, ja? Warum kann das nicht funktionieren? Da geht das Zeug durch viel zu viele Löcher. Wenn du willst, dass da Druck drauf kommt und Power drin ist, was musst du machen? Alle anderen Löcher zukleben, ein einziges, und dann kriegst du was hin. Leute, das ist in unserem Leben für dieses Jahr hundertprozentig genauso. Du kannst nicht im Gießkannenprinzip Power freisetzen, das geht nicht. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht mal im Himmel, keine Ahnung, ob wir dann so eine Befähigung haben. Aber hey, wir müssen lernen, was ist das Ziel? Und da will ich hin mit dir. Weil wisst ihr, wie viel Leben wir haben dafür? Wir haben bloß eins, habe ich festgestellt, du auch. Du hast nur eins. Und weißt du, wie viele Chancen du für dieses Leben kriegst? Auch nur eins. Mit diesem einen Leben hast du eine wirkliche Chance, was richtig Gutes zu bewegen. Mehr bleibt nicht. Deshalb ist es gut beraten zu sagen, hey, was sollen wir tun, Gott? Wozu ist unser Leben da? Lass es nicht einfach vor dich hin plätschern. Und meine Frage war, Herr, wo geht's hin? Wo ist die Vision? Wie kriegen wir das raus, was du wirklich auf dem Herzen hast? Und ich bin zu einem uralten Text gegangen. Und ich gebe zu, ihr kennt ihn alle. Geh mal mit mir zu Jesaja ins 6. Kapitel. Da gibt es einen spannenden Propheten. Und ich liebe diesen Mann, weil ich glaube, es gibt keinen größeren Propheten im gesamten Alten Testament nicht.
Und wir kennen diese Szene, wie er zu der Vision kommt, die Gott für ihn hat. Und in Sprüche 29, Vers 18, lasst mich das einfach mal einschieben. Das ist so ein Satz, der mich mein Leben lang begleitet. 29, Vers 18, da steht in Sprüche, wenn keine Vision da ist, dann verwildert das Volk. Das kannst du für deine Familie genauso nehmen. Wenn deine Familie keine Vision hat, dann werden sie irgendwas treiben. Und jetzt kannst du das für deine Ehe nehmen. Wenn wir unsere Ehe keine Vision hat, Gott, wozu hast du uns beide zusammengeführt? Was ist wirklich das, was wir machen sollen? Hey, du machst eine Menge Zeug, aber es kommt am Ende nicht wirklich Nennenswertes raus. Und das kannst du für dein Leben genauso nehmen. Frag dich, was ist Gottes Plan für dich? Ja, du kannst tausend Sachen machen. Und wisst ihr, ich habe was gelernt. Es gibt den guten, den wohlgefälligen und den vollkommenen Willen Gottes. Aber es gibt auch leider den zugelassenen Willen Gottes. Der zugelassene Wille Gottes ist, wenn du machst, was du willst und hoffentlich die Gnade des Herrn dich irgendwann wieder abholt. Aber am Ende vom Lied, Leute, ist das dieser Lebensstil, wie der Brand aus dem Feuer gerettet werden. Und wenn Gott uns mal fragt, Leute, was habt ihr gemacht mit unserem Leben? Ja, Herr, ich hatte eine gute Idee. Ich hatte gehofft, du würdest das irgendwie absegnen. Das ist wenig. Das ist wenig. Deshalb muss es dein Ziel sein, zu sagen, Gott, worum geht's? Wozu bin ich in diesem Jahr da? Was ist wirklich der Schwerpunkt, den du für mich hast? Und wir gehen zu diesem Jesaja zurück. Der Exkurs war kurz. Und da steht, und wir kennen diesen Text, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn. Ich möchte den Text ein bisschen umformulieren, aber es wird genau derselbe Sachverhalt bleiben. Und dann heißt der Satz so, im Jahr, wo König Usia starb, da sah ich den Herrn. Warum setze ich das so um? Weil mir ein Schwerpunkt in meinem Geist klar wurde, als ich darüber nachgedacht und gebetet habe. Manchmal sehen wir den Herrn nicht, weil wir uns innerlich so viele Könige aufgebaut haben. Nochmal. Manchmal sehen wir den Herrn nicht, weil wir uns so viele Könige aufgebaut haben. Der König meiner Bequemlichkeit, der König meines, ich muss Knete raffen, der König meines, ich muss zuerst Karriere machen, ich muss zuerst das und das machen, ich muss zuerst. Und dann haben wir eine Menge Könige und vor lauter Königen, menschlich gemachten Königen, sehen wir den Herrn nicht mehr. Weiß einer, worüber ich rede? Ja, du baust dir deine Könige und diese Könige werden immer größer. Und am Ende sind das irgendwelche menschlich gemachten Könige, man kann auch Götzen dazu sagen. Und es ist nicht wirklich Gott, der dich bestimmt, sondern es sind menschliche Forderungen, menschliche Erwartungen, menschliche Ängste, menschliche Sehnsüchte, was alles irgendwie nett ist. Aber ihr Lieben, das hat keine von Gott gegebene Höhe. Und wir merken das auch, weil das, was rauskommt, ist nicht göttlich, sondern einfach schlicht menschlich und manchmal sogar schlecht menschlich. Und am Ende stehen wir da und sagen, Herr, wieso haben wir eine derartig komische Lebensernte? Die Antwort ist simpel, das war die Saat, die du gesät hast. Und dann muss der König erstmal sterben, bevor wir den Herrn sehen. Und ihr Lieben, geht mal durch die Bibel durch, wie oft das der Punkt ist. Dass diese sogenannten Könige erstmal sterben müssen, bevor wir wirklich einen klaren Blick auf den Herrn bekommen. Bei Abraham ist es so, dass Gott zu ihm sagt, ey, nimm mal deinen Sohn, den du dir zu deinem Götzen gemacht hast, deinen Isaak, und geh ihn erstmal opfern und dann komm nochmal vorbei. Und Isaak, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Kennst du die Situation, ja? Und Abraham sagt, ey, komm, lass uns mal opfern gehen, ja? Und er sagt, wo ist das Opfer? Ja, sagt er, der Herr wird schon noch eins besorgen. Ja, und am Ende sieht sich Isaak selber auf dem Altar. Hey, ich sag dir das, wann kommen die Bereiche in deinem Leben, wo Gott mit dir so reden muss, dass er anfängt zu dir zu sagen, ey, nimm mal deine Götzen, nimm mal deine Götter und deine Könige und all die Menschen, die du zu Göttern gemacht hast und pack sie mal auf den Altar. Du sagst, oh Mann, Herr, ich habe doch immer so gerne Fußball gespielt. Ja, pack sie mal auf den Altar. Das ist ein Gott, deswegen kannst du mir nicht dienen. Pack mal deine Karriere auf den Altar. Ein paar tausend Euro weniger im Jahr geht auch und du lebst trotzdem. Hey, pack mal deine sogenannten Interessen, die nicht wirklich meinem Willen entsprechen, auf den Altar und guck mal, was passiert. Und dann merkst du, wie dein Fleisch an die Decke springt und sagt, nein! Ja, hat einer mal Herr der Ringe gesehen? Da gibt es einen Typ, der heißt Gollum. Mein Schatz! Ja, hurra, das muss ich irgendwie festhalten. Du hältst dein Fleisch fest, bitte lass mich das ehrlich zu dir sagen.
aber es ist nicht der Wille Gottes. Und diese Punkte kommen an die Situation und da wird Gott mit dir keine Spielchen machen. Wenn du eine Vision willst, die wirklich von Gott ist, dann macht Gott mit dir kein Spiel. Dann kommt er mit dir an diesen Punkt, so wie hier. Und als Usia gestorben war, da sah ich den Herrn. Und an dem Punkt kommst du auch nicht vorbei, wo Gott dich fragt, was willst du? Willst du mich oder willst du Gott und? Ja, wir sind da ja Helden. Ja? Herr, ich will dich schon, aber das will ich auch. Dun, 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 dun. Und im zweiten Buch Mose, erstes Gebot heißt wie? Du sollst dir keine anderen Götter, siehst du? Gott macht kein Spiel, Leute. Da ist der Herr eifersüchtig. Da ist der Herr geradlinig, er macht mit uns kein Spiel. Und deshalb bin ich bei ganz vielen Menschen, die zu mir kommen, das ist so als Pastor, ne, da erlebst du viele Leute, die erzählen, oh Pastor, ich habe eine Vision. Weißt du, was ich merke ist, die waren zu lange in der Pizzeria. Da waren zu viel Zwiebeln drauf. Deswegen haben die so komische Visionen. Manchmal kann das auch bei Peperoni passieren. Aber das war nicht der Herr, der geredet hat. Das ist einfach nur ihr Fleisch. Und sie können das nicht unterscheiden, weil ihr Geist absolut zugedämmert ist. Hey, wenn das eine Vision von Gott ist, weißt du was? Dann geht es nicht um dich, dann geht es nicht um dein Ich, dann geht es nicht um deine Ehre, dann geht es nicht um deinen Stolz, dann geht es nicht um deine Bequemlichkeit, sondern dann geht es darum, Herr, ich will dich sehen. Und was irgendwie den Blick von Jesus trübt, Leute, schöne Grüße. Der König muss erst sterben. Und Jesaja geht den Prozess durch. Und dann sieht er den Herrn. Und als er den Herrn sieht, Leute, was für ein Bild Gottes sieht er? Er sieht den unglaublich heiligen, reinen, sündlosen Gott. Und ich wünsche uns das neu, dass wir diesen heiligen Gott sehen. Ich wünsche dir das, dass eine heilige Ehrfurcht dich wieder packt und du sagst, Gott, ich will so nicht bleiben. Das ist das Erste, was passiert. Die erste Vision, die du bekommst, wenn du um eine Vision betest, ist, du bekommst wieder eine neue Offenbarung von Gott. Und wenn du diesen Herrn siehst, wenn du eine Offenbarung vom Herrn hast, bitte Leute, lasst mich darüber reden. Das ist eine Offenbarung, wo Gott dir wieder erscheint. Und ich wünsche uns das. Weil so oft sagen wir haben ein Gottesbild. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das ein krankes Gottesbild, das gefärbt wurde von allen möglichen menschlichen Wunschvorstellungen. Aber so ist Gott oft nicht. Ich weiß das, ich komme aus christlich-kirchlichem Hintergrund. Und wir hatten auch ein Gottesbild. Und ich habe Jahre gedacht, das ist das richtige Gottesbild. Ich kannte diesen Gott der Wahrheit. Ja, das wurde bei uns gepredigt, von vorne nach hinten, rückwärts und vorwärts, hoch und runter. Jedes Mal an jedem Tisch, da waren wir Weltmeister. Wir wussten genau, was die Wahrheit ist, ja, hundertprozentig. Die Bibel sagt, so steht es geschrieben, das ist, was der Buchstabe sagt. Rums! Jupp! Hey, und die hatten recht, stimmt, so steht es wirklich in der Bibel. Wisst ihr, was das Furchtbare an der Wahrheit ist? Sie macht dich krank. Ja, wir werden gleich noch sehen, wann sie dich frei macht. Im Normalfall macht dich die Wahrheit krank. Weil was macht die Wahrheit? Sie zeigt dir, wo der Level Gottes ist. Und sie zeigt dir, dass du diesen Level nicht hältst. Stimmt's? Das ist, was die Wahrheit macht. Und deswegen, Freunde, seid ehrlich. Wer von euch mag das gerne, wenn jemand vorbeikommt und sagt, hör mal, mein Freund, ich wollte dir mal die Wahrheit sagen. Uhu! Ich wollte dir mal in Liebe die Wahrheit sagen. Ja, du weißt genau, hey, lass mich mit diesen frommen Spinnern in Ruhe. Ja, hey, was heißt das denn? Magst du Wahrheit? Nein, du magst die Wahrheit nicht. Ganz ehrlich, dein Fleisch mag Wahrheit überhaupt nicht. Und ich kenne diese Prägung und ich hatte dieses Gottesbild. Gott ist ein Gott der Wahrheit, ja. Der saß auf dem Thron mit Augen wie Feuerflammen. Ja, und ich kam mir vor die Ameise, wie eine kleine Ameise. Psst, schon wieder das Feuer des Herrn. Psst. Hey, so kannst du leben. Und weißt du, was du immer hast, wenn du Gott siehst? Du hast immer Angst. Aber Leute, ich habe auch die andere Variante gesehen, weil wir sind ja als Christen begabt. Entweder fallen wir rechts vom Pferd oder links vom Pferd, ja?
Und ich kannte die andere Variante, die kam dann 20 Jahre später. Das war so die sogenannte Gnadenwelle. Kennst du die Gnadenwelle? Da ist der Heiland immer nur kuschelig und lieb, ja? Und völlig egal, was du sündigst, der Heiland liebt dich. Ist völlig egal, ja? Und ich merke, dieser Trend geht in eine Zügellosigkeit. Mit mal ist Sünde in Ordnung. Und ich habe mir all diese Typen angeguckt, die dann irgendwann mit ihrem Christsein irgendwo gelandet sind. In der Drogenszene, in der Alkoholszene, in irgendwelchen wilden Beziehungen, wo auch immer die gelandet sind. Am Ende landeten sie in der Sünde, weil Gott ist kein Gott der ausschließlichen Gnade. Sondern wie sagt der Johannes, das Johannesevangelium, als Jesus erschien, kam er voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist immer beides. Er ist immer Gnade und Wahrheit. Stimmt's? Und nur wenn das beides zusammenkommt, bleiben wir auf dem Weg. Ansonsten liegen wir rechts im Graben oder links im Graben. Und ich glaube, wir haben das wieder nötig, dass Gott uns begegnet, wie er ist, nicht wie wir uns ihn wünschen. Und das ist, was Jesaja erlebt, diese Vision, diese Berührung Gottes vom Himmel. Und ihm wird klar, Gott ist heilig, er ist der König. Nicht ich bin der König und Gott ist mein Wunscherfüllungsautomat und mein Angestellter. Ihr Lieben, der Schwanz wackelt nicht mit dem Hund, sondern der Hund mit dem Schwanz. So rum läuft das. Und manchmal befürchte ich, wir haben es andersrum gemacht. Und wundern uns, dass der Herr nicht mitspielt. Und wir brauchen das zurück, dass wir den Herrn sehen, wie er ist, majestätisch auf seinem Thron, erster König. Und dann bekommst du eine zweite Vision und die ist total nötig. Du bekommst eine Vision über dich selber. Zuerst musst du den Herrn wieder klar sehen, Halleluja, und dann musst du dich sehen. Ja, und was passiert, als Jesaja sich selber sieht? Was betet er? Er betet, wehe mir, ich bin unwürdig, ich bin unrein. Herr, bei mir gibt es so viele Lebensbereiche, wenn ich sie durch das Licht und durch das Bild deiner Reinheit und Heiligkeit sehe, Herr, dann bleibt da bei mir nicht viel übrig. Und ihr Lieben, ich wünsche uns, dass wir diese Sicht wieder bekommen. Weil was macht uns diese Sicht klar? Sie macht uns klar, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jeden Tag einen Erretter. Brauchst du jeden Tag einen Erretter? Ich brauche jeden Tag einen Retter. Ich brauche jeden Tag jemanden, der mir sagt, hey, ich vergebe dir und ich liebe dich und ich sättige dich so lange mit Liebe, bis dein Loch voll ist. Hast du das nötig? Ich habe das nötig. Manchmal geht uns diese Sicht verloren vor lauter Selbstgerechtigkeit. Vor lauter, ach, sind wir doch so schrecklich heilig. Nein, ihr Lieben, wir werden das, solange wir hier sind, ja, werden wir schrecklich heilig, das glaube ich, ja. Und scheinheilig und eisheilig und was auch immer. Aber das, was wir brauchen, ist, dass Gott uns berührt und dass er uns verändert. Und diese Veränderung, das muss ein Schrei, das muss ein Hunger in deinem Herzen werden, zu sagen, Herr, bitte veränder mich in dein Bild. Was ich brauche, ist Gott, ich brauche deine Liebe. Wenn ich irgendwas brauche, dann brauche ich deine Liebe, dann brauche ich deine Gnade. Herr, ich brauche das, dass du mich veränderst. Herr, dass ich anfange, mich zu sehen, wie du mich siehst. Und der Herr sieht uns wie als, hey, begnadigte Sünder, die jeden Tag seine Liebe brauchen und in die er so gerne seine Liebe investiert. Aber wer braucht Heilung? Der Kranke. Der sich einbildet, gesund zu sein, kriegt keine Heilung. Deswegen sagt Jesus, der Kranke braucht den Doktor. Der sich eingesteht, Herr, so bin ich und ich brauche deine Gnade. Und deswegen ruft er und sagt, Herr, wehe mir. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Herr, wenn ich mir selber zuhöre, dann bin ich erschreckt über mich selber. Und ihr kennt diesen Zusammenhang. Jesus erklärt in dem Matthäus-Evangelium, da sagt er, was das Herz voll ist, das fließt der Mund über. Deswegen, wenn er sagt, Herr, mein Mund ist unrein, dann sagt er eigentlich was? Mein Herz, bei dem stimmt's nicht. Meine Motivation ist falsch. Ich erlebe an mir so viele unaufgearbeitete Problematiken, so viele Verletzungen, die nicht geklärt sind. Ich erlebe bei mir so viel verdrängte Sündhaftigkeit, wo ich mir selber was in die Tasche lüge. Gott, ich brauche dich, dass du mich berührst mit deiner Reinheit und deiner Heiligkeit. Veränder mich, Herr. Und wenn das passiert, hey, nach dieser zweiten Vision, dann kriegst du die eigentliche Dienstvision. Verstehst du das? Ich habe mich gefragt, Gott, wieso machst du das mit uns? Wieso lässt du uns oft so einen tiefen Blick in unsere Sündhaftigkeit, in unsere Verlorenheit, in unsere Unfähigkeit machen? Wieso tust du das mit uns? Soll ich dir was sagen?
Weißt du, wann du barmherzig bist mit anderen? Und wenn du selber merkst, dass du jemand bist, der Gnade gebraucht hat, stimmt's? Dann bin ich mit anderen barmherzig. Ich hasse es wie die Pest, wenn Leute zu spät kommen. Weißt du, wann ich mit zu spät komme und barmherzig bin? Kennt ihr das? Ja? Nichts ist schlimmer, als wenn irgendwelche Leute was verlegt haben und du musst los, ja? Oh, ich sag dir, dann merkst du, wie die Krallen wachsen, ja, wie die Haut sich langsam bepelzt und du merkst, oh, jetzt ist aber fertig, ja. Aber weißt du, wann eine unglaubliche Gelassenheit über dich kommt? Wenn du merkst, du bist der Dussel, der den Schlüssel verschlammt hat. Oh, dann kommt die Barmherzigkeit über dich, da staunst du Bauklötze, ja. Hey, ich glaube, das ist der Punkt, warum Gott das zulässt. Dass wenn wir ihn anschauen in seiner Herrlichkeit und in seiner Vollkommenheit, dass wir einen Blick darauf kriegen, wie wir wirklich sind. Und dann sagen, oh Herr, also wenn ich irgendwas brauche, ja, dann brauche ich Gnade. Und der Herr sagt, jo, gib genug. Und erst dann, merkt ihr das? Erst dann, ja, wenn wir, lasst mich mal was Hartes sagen, aber das ist meine Lebenspraxis. Wisst ihr, wann ihr am besten zur Seelsorge geeignet seid? Wann bist du der optimale Seelsorger? Wenn die Verletzungshöhe so hoch war, dass du schier zugrunde gegangen bist, herzlich willkommen im Club, dann wird der Herr dich wahrscheinlich am besten in dem Bereich gebrauchen können. Verstehst du das? Barmherzigkeit erlebt macht barmherzig. Deshalb steht in den Seligpreisungen, selig sind die Barmherzigen. Stimmt das? Da steht nicht, selig sind die Selbstgerechten, denn die werden Prügel kriegen, dass es kracht. Das würde auch der Wahrheit entsprechen, aber steht da glücklicherweise nicht. Hey, das ist der Punkt, warum Gott dich in dieses Antlitz seiner Herrlichkeit blicken lässt. Und ihr Lieben, das haben wir jedes Mal nötig, wenn wir beten, Gott, gib uns eine Vision, gib uns einen Plan, was willst du mit uns tun? Weil erst dann kommt dieser dritte Bereich, dass wir plötzlich das Herz Gottes hören. Und weißt du, was passiert? Wenn du so dran bist am Herrn, dann hörst du sein Herz. Und weißt du, was das Herz Gottes ruft? Das Herz Gottes ruft nicht, wo ist der sich selber verwirklichen will? Ich will ihm eine Vision geben. Das liest du nirgendwo in der Bibel. Sondern was steht da? Was ist das Schrei auf dem Herzen Gottes? Wen soll ich zu diesen Menschen senden, die verloren gehen? Wer will mein Bote sein? Das ist Gottes Herzensanliegen. Gott geht es nicht um deine Selbstverwirklichung, sondern Gott geht es darum, dass die Menschen nicht verloren gehen. Das ist sein Herzensanliegen. Und in Matthäus 9, du kannst die Verse mal nachlesen, das ist im Alten wie im Neuen Testament gleich. Da heißt es, und Jesus zog umher durch die Dörfer und Städte und dann guckt er die Menschen an und dann sagt er, ich sah die Menschen wie Schafe ohne Hirten, die verloren gehen, denen das Fell über die Ohren gezogen wird. Und was ist dann der Schrei, den Jesus aus seinem Herzen hat, als er die Menschheit, die Leute um uns rum, als er die Menschen ohne Gott sieht, wie sie abgefressen werden vom Teufel? Was ist sein Schrei? Die Ernte ist groß. Genau, ich suche Leute, die bereit sind, in die Ernte zu gehen. Ich suche keine Selbstdarsteller. Ich suche keine Leute, die irgendwie einen Job in der Gemeinde brauchen, damit sie sich gut fühlen. Die brauche ich alle nicht. Sondern ich suche die Leute, die ein Herz kriegen, die Gott gesehen haben, die sich selber gesehen haben und aus ihrer inneren Berührung mit der Liebe und der Kraft Gottes ein Herz bekommen, zu sagen, Gott, ich möchte so gerne den Menschen um mich herum dienen. Herr, ich möchte die Gnade nicht umsonst bekommen haben. Ich möchte nicht so ein vollgefressener, fauler Christ werden, der nur für sich selber konsumiert und am Ende geht die Welt zum Teufel. Das ist der Punkt. Und deswegen sagt Jesaja, Herr, wenn du keinen anderen findest, nimm doch mich. Leute, so entsteht Vision.
dass du diesen Schmerz Gottes anfängst zu fühlen, den er hat für all die Menschen, die ihn nicht kennen. So entsteht Vision. Und hier, glaube ich, müssen wir massiv umlernen. Und ich kenne auch die ganzen frommen Bücher, wo die Leute die unglaublichsten Visionen gekriegt haben. Ich rate dir was, nimm die Bücher, es gibt einen großen Kamin, schmeiß sie einfach rein. Gottes Hauptanliegen ist, dir sein Herz mitzuteilen für verlorene Leute. Das ist sein Ziel. Und deshalb kannst du, wenn du Berichte liest, wo Menschen Erweckung erlebt haben, wo sie Durchbrüche hatten in ihren Dörfern und Städten, du musst mal hören, was sie gebetet haben. Nicht ein einziger von denen hat gebetet, oh Herr, ich bin so arbeitslos, bitte gib mir eine Vision, damit ich weiß, wie ich meinen Tag totschlagen kann. Findest du nirgendwo. Sondern du findest Männer, in Schottland einen Mann, der hieß John Knox, der betet. Und man sagt es nach, 18 Stunden am Tag hat der Mann gebetet, manchmal immer denselben Satz, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und dann hat dieser Mann gebetet, hey, wann hast du das letzte Mal nur 5 Stunden für Weikersheim so auf den Knien gelegen? Und dann sage ich dir, ob du eine Last von Gott hast und ob du eine Vision von Gott hast oder nicht. Es gibt einen Mann, ich hatte das Vorrecht, ab und zu beim Frühstück bei ihm eingeladen zu sein. Und er hat genauso Brötchen mit Erdbeermarmelade gegessen wie du und ich. Aber weißt du, was passierte, wenn du den gefragt hast, was er gerade macht? Der Mann hat immer von Afrika geredet. Und es war faszinierend, mit Reinhard Bonnke und seiner Frau zusammen Frühstück zu essen. Weil es gab ein einziges Thema. Vorwärts und rückwärts und oben und unten und rechts und links. Und weißt du, wie dieses Thema hieß? Wir müssen Afrika packen. Hey, im Blut gewaschen. Wir müssen Afrika packen. Und du hättest den Mann beten hören sollen. Ja, wenn Leute zum Frühstück sitzen, dann sitzt man normalerweise und betet, Herr Jesus, danke für das Frühstück, danke für die gute Nacht, danke für diesen neuen Tag. Und wenn du bei ihm beim Frühstück saßt, dann betet er, Herr Jesus, heute gehen so und so viele Tausende in Afrika verloren. Gott, gib uns Mittel und Möglichkeiten, dass wir das Land packen. Und ich habe gedacht, du liebe Zeit, so habe ich noch nie zum Frühstück gebetet. Verstehst du den Unterschied? Da hatte jemand eine von Gott gegebene Vision. Und die hat ihn bewegt. Das war nicht, oh meine Güte, mir hat wieder irgendeiner auf den Fuß getreten. Ich glaube, ich muss mich mal wieder echauffieren. Nein, das war nicht sein Punkt, sondern sein Punkt war, Gott, du hast eine Vision und du siehst Menschen, die verloren gehen. Gott, gib uns Feuer, dass wir das Ding in Bewegung kriegen. Freunde, das hat Vision. Das bringt Vision mit sich. Und ich wünsche mir das, ihr Lieben, die ihr manchmal betet, ich höre mir diese Gebete ja auch an. Gott, füll unser Haus unten am Bahnhof. Ey, der Herr wird sie nicht vom Himmel regnen lassen wie die Flocken, ja, und wir stehen dann unten und haben ein großes Netz, wieder eingefangen, ja, und dann rennen wir durch die Gegend und dann sammeln wir sie alle und dann stellen wir sie alle neben die, hey, weißt du, was passieren wird? Diese Menschen werden nur kommen, wenn du und ich, wenn wir anfangen zu brennen mit der Leidenschaft Gottes und der Vision für diese Stadt und für dieses Land. Das wäre ein Punkt, wo ihr Amen hättet sagen können, war ein guter Punkt übrigens, weil das ist die Wahrheit. Ich habe mich gefragt, Gott, warum ist es so, dass wir so oft die Dinge sehen? Weil das, was ich euch bisher erzählt habe, ist euch nichts Neues. Die meisten von euch kennen das schon. Die Frage für mich ist, wie kriegen wir das auf den Weg? Weil jeder von euch, wenn er irgendwann mal in seinem Herzen eine Zeit hatte, wo er Gott gesucht hat, dann weiß er, es gibt Menschen, die ihm eine Last sind, die er so gerne bei Jesus sehen würde. Ich kenne Leute, die haben mir das erzählt. Ich würde mir so gerne wünschen, dass die ganzen Geschäftsleute in unserer Umgebung was mit Jesus erleben würden. Hey, das ist super. Was tust du, damit deine Vision wahr wird? Was tust du? Oder bist du mit 1000 anderem Zeug beschäftigt, dass du dafür gar keine Zeit findest und die Leute weiter fröhlich in die Hölle marschieren? Was tust du? Wenn du sagst, oh, ich würde so gerne mir wünschen, dass meine Schulkameraden zu Jesus finden, dass meine Schule von Jesus wieder berührt wird. Meine Frage an dich, was tust du, damit das Realität wird? Wenn du sagst, ich will, dass Ranger zu Jesus kommen, was tust du? Wann bist du das letzte Mal in deinem Dorf von Haus zu Haus gegangen und hast die Kinder eingeladen? Was tust du, um das zu realisieren? Ich rede nicht über tolle Visionen.
Weil Visionen, die dich nicht in Bewegung setzen, sind nichts weiter als irgendwie so ein quersitzendes Ding im Magen, ja? Was tust du, was bewegt dich, um das in Bewegung zu setzen? Leute, das ist der Punkt für uns. Wir können beten, Gott, gib uns Weikersheim. Die Frage ist, was tun wir, um das in Bewegung zu setzen? Und ich merke, das hat einen Weg. Ich habe über mein eigenes Leben nachgedacht. Was hat mich bewegt, zu tun und zu werden, was ich bin? Und ich merke, unsere Berufung, ja, die aus unserer Vision, aus der göttlichen Zielsetzung sich weiterentwickelt, unsere Berufung ist wie eine Autobahn. Und jeder, der schon mal auf der Autobahn gefahren hat, weiß, was gibt es bei der Autobahn. Die bringt dich dummerweise nicht von A nach B, sondern was ist das Gefährliche an Autobahnen? Es gibt so viele Möglichkeiten abzufahren. Da stehen nämlich so Schilder, so ein großes M, ja, in Gold. Matthias, ja, kennt ihr, ja? Genau, ihr wisst, worüber ich rede. Und dann gibt es noch so andere Schilder. Ja, da kann man so billigen Sperrmüll kaufen, heißt Ikea, ja, und so Zeug, ja. Also all diese Dinge, ihr wisst ja, worüber ich rede, ja. Man kann da abfahren. Ich weiß ja, ihr kauft sowas nicht, ihr kauft ja lieber dieses teure Plastik-Tupper und so ein Zeug, Halleluja, ja. Preis dem, wie auch immer, müsst ihr selber mit eurem Gewissen und eurem Geldbeutel verantworten. Ich merke, es ist eine Riesengefahr darin, dass man die Autobahn nicht gerade fährt, sondern dass es tatsächlich immer wieder so Möglichkeiten gibt, runterzugehen. Und die Autobahn deiner Berufung, die beginnt mit hat fünf Straßen zur Folge. Und ich will mal mit den Straßen anfangen. Und ich wünsche dir, du kennst diese Straßenabschnitte schon. Die erste Straße, die du fahren musst in deiner Berufung, damit die Berufung zum Durchbruch kommt, ist die Straße nach Emmaus. In Lukas 24, Abvers 13, das ist die erste Straße deiner Berufung, die du fahren musst, nach Emmaus. Und dann kannst du dir das in deinen Gedanken mal vorstellen, da sind zwei Männer. Und diese Männer hatten Wünsche und Träume von Jesus, wie Jesus sein sollte. Und sie hatten Träume und Wünsche, wie dieses Jesus-Nachfolgen in ihrem Leben zum Positiven umschlagen sollte. Und was passiert mit diesen zwei Männern eines Tages? Da kommen sie in diese Situation, wo ihr Traum ans Kreuz genagelt wird, wo ihre Herrschaftswünsche und ihre Ministerposten sich in Wohlgefallen auflösen und am Ende ihr Idol, ihr großer König, da am Kreuz hängt und für sie ganz offensichtlich stirbt. Und die Männer völlig depressiv und frustriert nach Hause gehen. Sie gehen wieder dahin, wo sie herkamen. Sie schmeißen ihre Nachfolge mit Jesus hin und sie gehen nach Hause, nach Emmaus. Emmaus ist die Straße, wo deine Träume sterben, wo deine sogenannten religiösen Wünsche, deine frommen Jesusbilder sterben, wo all das, was du in Jesus reinprojiziert hast, sich nicht erfüllt, wie du dir das gerne gewünscht hast. Und Jesus sagt, so bin ich gar nicht. Kennst du das in deinem Leben? Wenn deine religiösen Seifenblasen fröhlich platzen und du sagst, Jesus, ey, ich dachte, so bist du, aber du bist gar nicht so. Und das Erste, was ich bei jeder Berufung entdecke, ist, dass wir unsere Wünsche und unsere Forderungen loslassen und sagen, Herr, nicht meine Wünsche, sondern Herr, wie bist du und was willst du eigentlich? Und deswegen haben wir Emmaus so nötig, wo du diesen ersten Weg deiner Berufung gehst und feststellst, hey, Gott, ich kannte dich gar nicht. Ich hatte von dir vom Hörensagen vernommen. Ich habe mir da meine Wunschvorstellung gemacht, aber ich kenne dich nicht. Und dann kommt Jesus in ihre Mitte und wisst ihr, was das Fatale ist? Jesus erklärt ihnen genau, warum er eigentlich gekommen ist. Er erklärt ihnen die Erlösung, er erklärt ihnen, warum er sterben musste, warum dieses Lamm Gottes geopfert werden musste für die Schuld und Sünde der Menschen. Er erklärt ihnen das alles. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Ihre Augen waren gehalten, die haben es nicht mitgekriegt. Und dann sitzen sie am Ende beim Brotbrechen, diese Szene des Abendmahls und mit Mahl heißt es, und ihre Augen wurden geöffnet und mit Mahl merken sie, Mann, oh Mann, was hatten wir für blödsinnige Gedanken und Vorstellungen vom Herrn, wie er wohl reagieren und sein müsste. Und jetzt haben wir ihn entdeckt. Ihr Lieben, ich glaube, dass jede Vision, die zu einer persönlichen Berufung werden muss, an diesem ersten Punkt unbedingt geklärt werden muss. Läufst du deinen Wunschvorstellungen hinterher oder hast du eine Jesusbegegnung gehabt?
hat Jesus angefangen, dir sein Herz zu zeigen. Wenn das nicht kommt, werden wir irgendwann völlig desillusioniert aus der Nachfolge aussteigen. Du bist deinen Wunschbildern hinterhergelaufen, aber nicht dem Herrn. Wenn du angefangen hast zu sagen, Herr, nicht meine Wünsche, nicht meine Forderungen, nicht meine Erwartungen, sondern so wie du willst, Herr, dann kommt Straßenabschnitt Nummer 2. Und das ist die Straße nach Damaskus. In der Apostelgeschichte 9 kannst du das nachlesen. Da reitet ein Mann, wahrscheinlich der heiligste und religiöseste Mann in dem ganzen israelischen Volk. Er reitet auf irgendeinem Reittier, ob Esel, Pferd, Kamel oder Lama oder was auch immer, steht nicht da. Aber was erlebt er auf diesem Weg, wo er in einem Brustton der Selbstüberschätzung, hättest du ihn gefragt, Saulus, was machst du da? Dann hätte er was geantwortet? Oh, ich diene Gott mit aller Hingabe, ich mache alles richtig, ich bin der große Verfechter der Angelegenheiten Gottes. Und auf diesem Weg nach Damaskus passiert was? Die Bibel sagt, das Licht kommt vom Himmel. Und es haut den Mann aus dem Sattel, vom hohen Ross runter. Und er liegt da. Und dieser Mann, der immer dachte, er weiß alles über die Pläne Gottes. Er hat plötzlich eine Ahnung, wer da ihm eigentlich entgegentritt. Der Weg nach Damaskus ist der Weg der göttlichen Konfrontation, wenn Gott dich konfrontiert. Und es haut ihn raus aus seinem Weg und aus seinem Sattel und mit einem Schlag ist er blind. Er, der immer wusste, wo es hingeht, der immer den anderen erzählen konnte, was sie zu tun und zu lassen hatten. Er, der Hundertprozentige, ja, der Alleswisser. Niemand war so schlau wie er. Und dann liegt er auf dem Rücken. Und dann fragt er was. Hast du gehört, was der fragt? Das musst du dir mal vorstellen. Der, der alles studiert hatte, von oben nach unten, von vorne nach hinten, kein Pharisäer war wie er. Die beste theologische Schule, er war da gewesen. Den besten Lehrer, Gamaliel zur damaligen Zeit, er hatte zu seinen Füßen gesessen. Er war der Obertheologe, der Obergottwisser. Und er liegt auf dem Rücken und sagt, Herr, ich habe keine Ahnung, wer bist du? Und der Herr ist deutlich mit ihm. Was sagt er zu ihm? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mein Freund, deine Religiosität verfolgt mich. Deine Selbstgerechtigkeit kreuzigt mich. Deine Sünde stinkt zum Himmel. Mein Freund, und deswegen müssen wir beide mal Tacheles reden. Und es haut ihn von den Schuhen, den armen Kerl. Hey, soll ich dir was sagen, was passiert, wenn du sagst, Gott, bitte gebrauch mich? Dann wirst du Zeiten der Konfrontation haben. Kennst du die Zeit der Konfrontation? Da fliegst du plötzlich aus der Gemeinde raus. Und denkst du, liebe Zeit, was ist denn nun los? Ich denke, ich bin so richtig. Au, au, au. Mit mal fliegst du aus deinem Job raus. Dabei bist du doch der einzige Heilige, der noch für den Betrieb betet. Mit mal stellst du fest, meine Güte, wieso haben wir eigentlich derartige Eheproblematiken? Ich bin doch der Oberwisser, der immer den anderen erzählt, wie sie es machen müssen. Und ich selber kriege meine Familie nicht geregelt. Oh, ich bin doch der Glaubensheld, Herr, und bei mir stellt sich Krebs ein. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Fröhliche Zeiten der Konfrontation. Du solltest anfangen zu winken, der Herr ist gerade bei dir. Weil weißt du, was Gott nicht macht? Der arbeitet nicht mit deiner Stärke. Das macht er nicht. Die Straße der Konfrontation ist, wo der Herr deine Besserwisserei und deinen Stolz packt und deine Selbstgerechtigkeit und dein Ungehorsam. Und er sagt, hey, lass uns mal beide ernst werden, ja? Weil wenn du anfängst, mein Bote zu sein und mein Stellvertreter hier auf der Erde zu werden, dann werde ich anfangen, mit dir in die Schule zu gehen, dass du wirklich bist wie ich. Wir sagen das oft, wir beten das. Kennt ihr dieses fromme Gebet? Herr, lass mich so werden wie du. Ich sagte, es gibt Zeiten in meinem Leben, da habe ich aufgehört, so zu beten. Ach Herr,
Aber Gott will mit dir voran. Ich sag dir das, Gott will mit dir voran. Er hat eine riesen Berufung. Deswegen lässt er an deinem Charakter nicht locker. Hast du das schon gemerkt? Hast gedacht, Mensch, ich bin schon 30 Jahre mit dem Herrn zusammen. Ja? Ich bin doch die Heiligung in Person. Ja? Ich bin der sanftmütigste von allen. Ja? Mose war nichts gegen mich. Ja? Muss nur die richtige Situation kommen. Und dann merkst du, wie das HB-Männchen wieder zum Fliegen ansetzt. Ja? Und dann denkst du, oh Herr, Heiligung tut Not. Jopp. Deswegen sind wir in der Gemeinde. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir in der Gemeinde sind? Da lernen wir das. Manche Leute sagen zu mir, weißt du, Bruder, ich spüre die Liebe und die Erziehung Gottes nie. Dann frage ich immer, bist du irgendwo Mitglied in der Gemeinde? Nö. Ja, keine Chance. Wie sollst du das erleben? Jesus ist das Haupt der Gemeinde, stimmt's? Und wo ist das Haupt? Im Himmel. Und wer ist die Gemeinde? Der Leib. So, wer umarmt dich? Der Kopf oder der Leib? Ach so. Wer streichelt dich? Wer geht mit dir und führt dich? Wer hat die Füße? Und wer haut dir was aufs Hinterteil, falls es Not tut? Auch der Leib. So, wann erlebst du den Herrn in all seiner umfassenden Form? Wo? Im Leib, in der Gemeinde. Deswegen bitte, verschon mich mit deinem religiösen Mist, dass du mir erzählst, dass ein Christ nicht in der Gemeinde sein muss. Das ist wirklich religiöser Kokolores. Das kann ja sein, dass du irgendwie so viel Verletzung mitgekriegt hast, dass du deswegen im Moment gerade abstinent bist. Aber biblisch ist das nicht. Und da muss Vergebung her, da muss Buße her, da muss die Bitterkeit wieder raus und dann muss biblischer Gehorsam und Zugehörigkeit zur Gemeinde wieder rein. So läuft das. Der gute Paulus erlebt das hier. Und wenn du ehrlich bist, das erlebst du und das erlebe ich, ja? Ich bin nun über 25 Jahre Pastor. Falls du mich fragen solltest, Bruder, erzähl mir mal von deinen schlimmsten Verletzungen. Dann würde ich dir wünschen, du hast mindestens einen halben Monat Zeit, damit ich dir sie alle erzählen kann, ja? Und danach brauchst du innere Befreiung. Und ich frage dich, wer von euch ist schon länger als 10 Jahre gläubig? Darf ich mal die Hand sehen? Wer von euch hat schon mal in der Gemeinde Jesu eine Verletzung erlebt? Seid so freundlich und hebt auch nochmal. Ach so, ich dachte schon, ich bin der Einzige. Ja, wunderbar. Hey, wisst ihr warum? Weil so ist das in der Gemeinde des Herrn, stimmt's? Da wird man umarmt, ja, und manchmal drückt er fester, als dir lieb ist. Manchmal merkst du, Mann, haben die große Füße, die Jungs, die stehen sogar noch auf meinem Zeh, ne? Jupp. Halleluja, aber wann soll denn die Reife angehen, ihr Lieben? Wann soll sie passieren? Deswegen hat Gott Gemeinde gesetzt. Deswegen gibt Gott klare Konfrontation. Und Halleluja, das war das Beste, was dem guten Saulus passieren konnte, als der Herr in sein Leben eingetreten ist. Ich habe neulich einen Buchtitel gelesen und ich dachte, was für ein blöder Buchtitel. Ja, da stand in dem Buch folgender Satz, den fand ich gut. Ja, was heißt gut? Aber da stand, warum passiert guten Menschen so viel Schlechtes? Und dann dachte ich, ja Mensch, was ist das denn für ein blöder Buchtitel? Das ist doch ganz logisch, oder? Warum muss oft so konfrontativ zu uns geredet werden? Weil wir gerade auf dem fröhlich falschen Weg sind vor lauter Selbstgerechtigkeit. Und wenn Gott nicht in seiner Gnade manchmal wirklich das so die rote Ampel schalten würde, dann würden wir einfach drüber fahren. Stimmt's? Wann fangen die Leute oft an zu beten? Hey, wenn du merkst, Mann, oh Mann, mein Leben geht total in die falsche Richtung und ich krieg's überhaupt nicht mehr geregelt. So, wir brauchen diesen Punkt. Der erste ist, dass ich meine Wünsche und Vorstellungen loslasse. Das zweite ist, dass ich meine Selbstgerechtigkeit, mein dickes, fettes Ich, mein Ego loslasse. Und dann kommt die dritte Straße. Dann kommt die Straße nach Jericho. In Lukas 10 kannst du das nachlesen. Da sehen wir plötzlich einen Mann, der sich um einen anderen, der von den Räubern zerschlagen wurde, der sich drum kümmert.
Wenn du deine Wünsche losgelassen hast, wenn du dein Ich losgelassen hast, dann wird Gott dich dazu gebrauchen, anderen Menschen zu dienen. Ihr Lieben, Vision und Berufung hat immer was damit zu tun, dass Gott uns schickt, um anderen zu dienen. Da kommt die Straße der Barmherzigkeit. Das ist diese Straße nach Jericho. Wenn Gott dich nehmen kann, weil du dich hast von ihm formen lassen, wenn Gott dir Not geben kann für Menschen und du anfängst zu sagen, Gott, gebrauch mich dazu. Wenn es dir nicht mehr wichtig ist, ob deine Persönlichkeit und dein Ich und deine Interessen und alles dein, deins, meins, ich, mir, meiner, die ganzen, wenn das mal rum ist, dann fängt Gott an, dich zu gebrauchen. Und dann ist dir das ganz egal, ob sie dir gerade Ehre geben oder nicht, ob sie gerade auf deiner Wellenlinie liegen oder nicht. Frag mal Mutter Teresa, wie viele Leute auf ihrer Wellenlinie waren. Die Frau hat in den ersten anderthalb Jahren ihres Dienstes da unten in Kalkutta 17 Mal Steinigung erlebt. 17 Mal. Ich weiß nicht, wer von euch nach dem zweiten Mal nochmal rausgegangen wäre. Weil die Hindus darauf gewartet haben, auf diese Frau die Steine zu werfen, die sich erdreistete, irgendwelchen leprakranken Leuten zu helfen. Das ging in ihre Religiosität null rein, dass man das tun durfte. Das hat sie nicht gehindert. Frag mal die Leute, die angefangen haben, Reich Gottes zu bauen und Gemeinde Jesu zu bauen. Ob sie eine Menge Leute erlebt haben, die ihnen auf die Schulter geklopft haben. Reinhard Bonnke hat einen Ordner, wo er die Zeitungsartikel aufgesammelt hat, die sie gegen ihn geschrieben haben. So ein fettes Ding. Ich weiß nicht, wer von uns das überlebt hätte. Ja, wer von euch hätte das gerne, dass in der Zeitung über ihn geschrieben steht, das ist ein Betrüger, der klaut den Leuten das Geld, der lügt, bei dem stimmt nichts. Ja? Stell dir das mal vor, das kriegst du fröhlich gesagt, immer wieder. Hey, wie lange würdest du das machen? Dann würdest du dich irgendwann fragen, Heiland, ich glaube, ich habe die falsche Berufung. Ich bin irgendwie falsch. Darin besteht die Stärke, stimmt's? Und dann merkst du, das ist Straße Nummer 4. Wenn du begonnen hast, die Not zu sehen und dich zu investieren und einzusetzen, hey Leute, das kostet uns einen Preis. Ihr Lieben, seid ehrlich. Ja, was glaubst du, wie die Werke sich in Bewegung gesetzt haben? Ich habe neulich diese CD von Bill Wilson gehört, dieser Typ, der diese riesen Kinderkirche da in Brooklyn in New York macht. Der Mann ist mittlerweile über 60. Die haben 3 Attentate auf ihn gehabt. 3-mal wurde er von der Kugel getroffen und 1-mal haben sie ihm mit einem Ziegelstein das Auge ausgeschlagen. Das hat nicht dazu geführt, dass der aufgehört hat, sondern das hat dazu geführt, dass als das Auge genesen war und er einigermaßen wieder vorangehen konnte, stand er wieder auf der Straße. Er hat gesagt, und das fand ich eine harte Aussage, er hat Sonntagsschulmitarbeiterinnen, also das sind Leute, die fahren so einen Bus und mit diesem Bus holen sie die Kinder überall in den Vierteln ab und dann kommen sie nach Hause in die Metro Church und dann findet da der Gottesdienst statt. Er hat gesagt, von diesen Frauen, die da sind, sind über 70%, die schon mal vergewaltigt wurden in dem Dienst für die Kinder und sie fahren trotzdem noch den Bus. Hey Leute, wer von euch ehrlicherweise würde dann immer noch Kinderarbeit machen? Irgendwann würdest du dir sagen, ich glaube, ich habe die falsche Berufung. Versteht ihr das? Das hat was damit zu tun, ob die Vision, die Gott uns gibt, durchkommt oder nicht. Und bitte, lasst mich zufrieden. Hey, diese Mitarbeiter, es geht mir so auf den Semmel, wenn ich das Gerede höre. Oh Bruder, weißt du, ich habe gerade keine Lust mehr. Hey, da wünschte ich dir, der Blitz vom Himmel würde dich treffen und dir Feuer unterm Hintern machen, damit du weißt für alle Zukunft, wie das funktioniert. Hey, weißt du was, wenn Jesus nach dem Lustprinzip uns gedient hätte, glaubst du, dass er bis zum Kreuz gekommen wäre? Mach dir mal keine Sorgen, der wäre vorher schon längst ausgestiegen. Freunde, im Reich Gottes geht das nicht nach Lustprinzip, sondern die 4. Straße, die du gehen willst, wenn du deine Berufung durchbringen willst, das ist die Via Dolorosa, das ist die 4. Straße. Das ist der Weg nach Golgatha. Und da sehe ich einen Mann, der bereit ist, für die Sünden aller anderen sich schlagen zu lassen. Da sehe ich einen Mann, der bereit ist, den Preis der Leiden zu tragen, um Befreiung für alle anderen durchzubringen. Und ich will dir was sagen, das ist der Weg, den du brauchst, um die Berufung und die Vision Gottes zum Durchbruch zu bringen. Es gibt keinen billigeren Weg. Und Leute, das ist in der Gemeinde Jesu nicht anders. Ich soll dir was sagen. Wenn du anfängst, Menschen zu dienen, weißt du, was du erlebst?
Sie werden dich ihr Leben lang dankbar in Erinnerung behalten, stimmt's? Ja, kannst du vergessen. Mach dir mal keine Sorgen. Die Nachtreter und Wadenbeißer hast du in reichlicher Form. Die Frage ist, für wen dienst du? Dienst du Jesus oder dienst du den Leuten? Das ist die entscheidende Frage. Jesus konnte sich entscheiden und deswegen konnte er diese Straße des Leidens gehen, weil er für sich festgelegt hatte, was er wollte. Ich will den Plan Gottes erfüllen. Und das ist, was Jesus den Leuten gesagt hat. Wenn sie gefragt haben, warum bist du hier? Dann war seine Antwort welche? Ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu erfüllen. Hey, das ist Vision. Du weißt den Willen Gottes und den erfüllst du. Wenn die Menschen mit dir sind, Halleluja. Wenn sie nicht mit dir sind, auch Halleluja. Deswegen habe ich trotzdem einen Auftrag. Und am Ende mit Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Ist das so? Leute, das ist der Punkt. Und deswegen berührt mich das, wenn ich Menschen sehe, die mit Hingabe Kindern dienen. Hey, die sich auf Seminare vorbereiten, die bereit sind, in Material zu investieren, die bereit sind, ihre Zeit zu investieren, die bereit sind, ihr Leben zu investieren. Weil Leute, wenn du die Vision Gottes durchbringen willst, musst du am Ende bereit sein, dein Leben zu investieren. Wenn wir wollen, dass Weikersheim und dass dieses Taubertal berührt wird von Gott, Leute, es wird nicht ohne unser Leben gehen. Es wird nicht in Bequemlichkeit gehen. Und es nützen nicht ein paar fromme Gebete. Wir werden mit unserer Kraft, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserem Haus, mit unseren Füßen, mit allem, was wir haben, ihm dienen müssen. Das ist der Preis, den wir zahlen. Via Dolorosa. Das geht durch Leidenszeiten durch. Macht euch keine großen Illusionen. Frag mal in China irgendeinen der Christen, wie Gemeinde Jesu gebaut wird. Ich weiß nicht, mit welcher Begeisterung du in Gottesdienst kommen würdest, wenn du weißt, da draußen steht der Geheimdienst, da stehen 10 Mann rechts und 10 Mann links, so wie das in China ist. Und die haben alle diese große Route, 1,5 Meter große Stöcke. Und du weißt, wenn du den Weg hochgehen willst in das Gemeindehaus, was dort immer ein Privathaus ist, dann werden sowohl 10 rechts wie 10 links stehen und die werden auf dich einschlagen, den ganzen Weg, den du hochgehst. Ich wäre gespannt, wie viel von euch sich unten überlegen werden. Also ich glaube, heute muss ich nicht in Gottesdienst gehen. Ich habe gerade eine innere Führung vom Herrn. Versteht ihr, was das bedeutet, Nachfolge? Oh, weißt du, heute Morgen habe ich rausgeguckt, das Wetter war nicht so gut. Ich dachte, ich muss zu Hause bleiben. Hey, warum kommst du hierher? Wem willst du begegnen? Das ist dein Termin mit dem lebendigen Gott. Ich weiß auch nicht genau. Mein Mann wollte heute nicht. Hey, ob dein Mann wollte oder nicht, soll ich dir was sagen? Der bringt dich nicht in den Himmel. Der vergibt dir noch nicht mal deine Sünden. Der stirbt noch nicht mal am Kreuz für dich. Ist völlig egal, was er sagt. Das Klügste, was er tun kann, ist mitkommen. Versteht ihr, worum es geht, wenn wir die Vision, die Gott uns gegeben hat, durchbringen wollen? Dann stehst du am Freitag da und sagst, oh mein Gott, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und es waren so viele doofe Leute da und ich bin echt gestresst. Und jetzt warten da auch noch 15 wild gewordene Teenies auf mich. Halleluja. Hey, weißt du, wie oft die Versuchung da ist zu sagen, oh, ich glaube, ich bin gerade krank heute. Und du bist trotzdem da. Und soll ich dir was sagen? Jedes Mal treten wir den Teufel so gut wir können und bauen das Reich Gottes trotzdem. Halleluja! Das ist der Punkt, der uns Durchbrüche und Erweckung gibt in Deutschland. Und den haben wir irgendwie ganz weit weggeschoben. Leute, und dann kommt der 5. Ich sage euch noch die 5. Straße und ich bin sicher, die kommt 100%ig. Es gibt eine 5. Straße und die steht in Matthäus 7, 13 und 14. Und da steht, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist schmal. Wie viele sind dabei? Verstehst du das? Diesen Gedanken musst du irgendwann begreifen. Wenn du deine Berufung durchbringen willst, warte nicht, bis die Masse läuft. Und du wartest bis zum St. Nimmerleinstag.
Weißt du, wann die Masse da ist? Wenn wir Eröffnung feiern da unten, dann ist die Masse da. Aber weißt du, wer da ist, wenn es drauf ankommt und die Arbeit getan werden muss? Hey, dann wird dir dieser Bibelvers klar. Wenige sind. Hey, wenn du von Gott eine Vision bekommst und Gott sagt zu dir, hey, bekomm wirklich eine Last für die Jugendlichen dieser Stadt. Fang an, sie zu besuchen, fang an zu beten und hinzugehen. Bekomm eine Vision für die Senioren in dieser Stadt. Geh die Leute besuchen, geh hin und hol sie ab, wo sie sind. Geh hin und fang an, mit ihnen zu beten. Hey, weißt du, wie viele Leute plötzlich neben dir sind und sagen, oh, darauf haben wir immer schon gewartet, endlich was zu tun. Hä? Oh, weißt du, ich habe da gerade was anderes vor. Wie viele werden da sein? So, mach dich mit dieser Realität warm. Wenn du die Dinge Gottes durchbringen willst, wart nicht, bis die Masse kommt. Geh einfach. Dien einfach. Mit aller Power, die du hast. Mit aller Schwachheit, die du hast. Und sei ehrlich, wenn du diese Straßenabschnitte der Autobahn der Berufung siehst, wie oft war die Gefahr in deinem Leben, dass du abgebogen bist? Gesagt, nee, den nächsten Straßenabschnitt, der gefällt mir nicht. Ich knick vorher raus. Ich schließe mit diesem Gedanken für alle die sagen, Mensch, Herr, ich war mal auf meiner Berufungslinie. Aber irgendwann war es mir zu viel. Ich habe es einfach nicht gerafft. Ich war aus was für Gründen innerlich nicht so weit, dass ich es gepackt habe. Schmeißt der Herr dich endgültig aus deiner Berufung raus? Oh, Halleluja. Nein, er schmeißt dich nicht raus. Ich lese dir einen Text vor, damit schließe ich. Ja? Du hast schon eine Menge ausgehalten, jetzt kommt der Schluss. Richter 20, die Verse 14 bis 16. Das Beste kommt immer zum Schluss. Jetzt hör dir den Text an. Und die Söhne Benjamins sammelten sich aus den Städten nach Gibeah, um zum Kampf mit den Söhnen Israels auszuziehen. Und es waren 26.000 Schwertkämpfer unter ihnen und 700 auserlesene Männer, die Linkshänder waren. Diese schleuderten den Stein aufs Haar genau und verfehlten ihr Ziel nie. Und jetzt sagst du, Bruder, was hat das denn jetzt mit unserem Thema zu tun? Diese 700 auserlesenen Leute, die sind der Knackpunkt. Wieso werden die erwähnt? Und auch noch, dass das Linkshänder waren. Da muss man die Kommentare wälzen, da kommst du nicht drauf. Aber ein altes Kommentar sagt Folgendes: Wurde ein Krieger in Israel an seiner rechten Schwerthand verwundet, so hatte er in der jüdischen Armee zwei Möglichkeiten. Erstens, er ging als Verwundeter nach Hause, oder er blieb in der Armee und lernte auf links um. Dann übte er mit der Schleuder so lange, bis er ein Pferdehaar, das oben an einem Baum geknotet und unten durch einen Stein befestigt wurde, mit einem Wurf durchtrennen konnte aus einer Entfernung von 15 bis 20 Metern. Diese Männer wurden auf links besser, als sie rechts je waren. Warum? Weil sie nicht aufgegeben haben. Die hätten sich auch zurücklehnen können. Die hätten auch sagen können, hey Gott, sie haben mich verletzt. Ich bin verwundet. Mein Leben ist dahin. Meine Berufung ist dahin. Mein Arm ist ab. Mein Finger fehlt. Ich bin ein Krüppel. Jupp. Und jeder hätte gesagt, du hast recht. Das ist so. Aber sie haben das nicht gemacht. Sondern was war ihre Festlegung? Ich bin verletzt, stimmt. Aber Satan in Jesu Namen, es wird mich nicht davon abhalten, meine Berufung zu erfüllen. Es wird mich nicht davon abhalten. Das mag ja sein, dass ich irgendwo in der Nachfolge gestrauchelt bin. Vielleicht gab es einen Lebensbereich, wo der Teufel rein konnte und dich echt auf Sünde gebracht hat. Und du musst resigniert feststellen, Mann, oh Mann, Herr, ich hab's verrissen. Dann lass es nicht zu, dass der Teufel es schafft, dich liegen zu lassen. Sondern begreif, dass die Berufung Gottes deswegen nicht aufgehört hat. Aber was musst du machen? Du musst aufstehen und weiterkämpfen. Und du musst umlernen. Und was rechts nicht funktioniert, dann trainierst du links. So lange,
bis er besser war als alle anderen 700 auserlesene Leute, die das Haar trafen. Wow. Und ich dachte, das ist der Grund, warum es in der Armee Gottes, warum es in der Gemeinde Jesu so viele verletzte Leute gibt. Ich habe mich das oft als Pastor gefragt. Gott, wieso gibt es so viele Leute, die unglaublich bittere Lebensgeschichten haben? Warum gibt es Leute, bei denen nicht einfach der Lebensweg relativ geradeaus lief? Warum ist es so, dass die meisten, die ich kenne, die einen wirklich starken Dienst für Gott tun, Leute sind, wenn du deren Lebensbiografie anguckst, denkst du, ach du Elend. Weißt du, warum das so ist? Weil die, die immer wieder aufgestanden sind, am meisten gelernt haben, genau. Die sind immer wieder aufgestanden. Und nach dem 7. Mal standen die beim 8. Mal wieder. Und der Teufel konnte anstellen, was er wollte. Weißt du, was passiert, wenn du mit solchen Typen zu tun hast? Denen ist völlig egal, was kommt. Weil was haben die gelernt? Aufstehen. Und solange wir aufstehen, sind wir unschlagbar. Stimmt das? Solange du aufstehst, bist du unschlagbar. Das ist die Wahrheit. Hey, und das ist der Punkt. Mich hat ein Video fasziniert. Ja, das ist, wenn du das mal in die Hand kriegst, das heißt Transformation. Das solltest du dir antun, einmal. Und dann findest du einen kurzen Bericht über die Erweckung in Kolumbien. Und da gibt es in Kolumbien einen Pastor. Und irgendwann ist ihm die Not seiner Leute so unter die Haut gegangen. Er hat diese ganzen Drogenmafia-Kartelle gesehen. Er hat gesehen, wie die Leute wirklich wie die Fliegen abgeschlachtet werden, wie Terror das Land beherrscht. Und irgendwann hatte er genug und er hat gesagt, Leute, das geht so nicht weiter. Und er fing an, in seiner Gemeinde zu sagen, wir fangen an zu beten und wir machen massiv Front dagegen. Wir drucken das in der Zeitung, es ist mir ganz egal. Und er hat Todesdrohungen gekriegt. Und die Leute haben gesagt, Pastor, halt die Klappe, sie machen dich tot. Und er hat gesagt, mir ist mir egal, aber wir gucken uns das nicht länger an. Und dann haben sie mit den Gemeinden drumherum Gebetseinheiten gemacht, haben das Stadion angemietet und gebetet, was das Zeug hielt. Und Demonstrationen in der Stadt abgehalten. Und die Morddrohungen wurden immer größer. Und die Leute haben gesagt, hey Pastor, das geht nicht gut. Und es war, wie es sollte. Er kam von einem Gottesdienst nach Hause und die Scharfschützen waren auf ihn angesetzt und haben ihn totgeschossen. Am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, sind die Brüder aus der Gemeinde zu dieser Frau des Pastors gekommen und haben gesagt, Schwester, was sollen wir machen? Und sie hat gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und am Abend hat sie gepredigt, was das Zeug hält, dass Gott immer noch Gott ist. Und wenn es meinen Mann gekostet hat, so ist das Reich Gottes wichtiger als unsere persönlichen Dinge und das Reich Gottes muss laufen. Es brauchte noch ein Jahr und dann ging es weltweit durch die Presse, dass die Regierung dieses Kali-Syndikat, dieses Kartell auseinandergehauen hat. Und maßgebend waren diese Christen, die angefangen hatten zu sagen, Teufel, es reicht. Es war die bekennende Kirche in Deutschland, Leute wie Bonhoeffer, die nicht aufgehört haben zu beten und mit aller Kraft gegen dieses Nazi-Regime angekämpft haben. Und am Ende haben sie mit ihrem Leben bezahlt, aber dieses Regime ist kaputt gegangen. Leute, es wird nicht anders funktionieren, bei dir nicht, bei mir nicht, bei niemandem. Wenn du willst, dass die Vision Gottes, die du hast für deine Kinder, die du hast für diese Stadt, die du hast für die Generation vielleicht, was auch immer, du musst einen Preis bezahlen. Wir müssen einen Preis bezahlen und wir müssen uns klar sein, was wir wollen. Deswegen meine Frage an dich heute Morgen, wie weit willst du die Straße mitgehen? Wie weit willst du sie mitgehen? Wir beten miteinander. Holy Lord. Halleluja, Vater, wir loben dich und wir lieben dich. Herr, wir ehren dich für Golgatha, wir ehren dich für diese unglaubliche Liebe, die du uns gegeben hast. Wir ehren dich für diese Riesengnade, die wir bekommen haben, dass du uns Jesus, deinen Sohn, gegeben hast, der unsere Schuld genommen hat, der uns freigesetzt hat, der uns aus den Klauen der Sünde und des Teufels rausgeholt hat,
der uns alles vergeben hat, durch den wir vor dir leben dürfen und deine Kinder sein dürfen. Oh, Halleluja, Vater. Danke dafür, dass du diesen Tag gemacht hast, wie du jeden Tag, der vor uns liegt, gemacht hast. Und Vater, wir preisen dich dafür, dass wir als deine Kinder in diese Welt gesetzt sind, um nicht hilflos zuzugucken, wie der Teufel sein Spielchen spielt, sondern wir sind gesetzt, um deinen Namen und deine Kraft in diese Welt zu tragen. Wir sind gesetzt, um deine Wahrheit und deine Liebe sichtbar zu machen, spürbar zu machen, hineinzulegen in egal welchen Bereich von Menschen, die du uns gegeben hast, Herr. Danke dafür, dass hier heute Morgen Menschen sind, die die Schülergeneration erreichen. Danke für Leute, die die Kindergeneration erreichen. Danke für die, die die Geschäftsleute-Ebene erreichen. Danke für Leute, die die politische Ebene erreichen. Danke für Leute, die die finanzielle Ebene erreichen. Danke für die, die die Landwirtschaft erreichen. Danke, Jesus, für die, die in den angestellten Verhältnissen und Firmen sind und sie erreichen. Danke, Vater, für Hausfrauen, die ihresgleichen erreichen. Danke, Jesus, für alle die, die Dörfer erreichen. Halleluja, Vater. Danke, Jesus, für die, die die ganze Pfadfinder und Kinder und Ranger-Szene erreichen. Danke, Jesus, für all diese Leute, Herr, die die Senioren wirklich packen und schütteln können. Danke, Jesus, für die, die in Krankenhäusern arbeiten. Danke für die, die selber krank sind und beten können für Wunder und Zeichen, Herr. Danke, Jesus, für die, die Familien erreichen, die in Ehen sind, die wirklich Berührung Gottes brauchen. Danke dafür, Herr, dass du uns nicht kraftlos zurückgelassen hast, sondern dass du der Gott bist, der uns eine Vision gibt dafür, dass Veränderung in unser Land kommt. Halleluja, Vater. Und dass diese Veränderung bei uns anfangen darf. Wir bleiben nicht, wie wir sind, sondern wir sind angezündet mit deinem guten Heiligen Geist. Und wir stehen in deiner Kraft, Herr Jesus, und diese Kraft fließt von uns, Herr. Halleluja. Und deshalb müssen wir nicht hilflos zugucken, sondern wir sind von dir Autorität, autorisiert und ausgesondert und befähigt dazu in Jesu Namen, Herr. Und ich danke dir, Vater, dieses Jahr, diese Millionen von Sekunden, von Zeit, die du uns gegeben hast. Wir danken dir, Herr, dass wir sie investieren dürfen und sagen dürfen, Herr, wir beten nicht nur, sondern wir setzen das um, dein Reich komme und dein Wille geschehe in und mit uns, in Jesu Namen. Herr, und wir beten das über unserem Leben, Gott. Gott, dein Plan muss sich durchsetzen in unserem Leben. Nicht unser Plan, nicht unsere Wünsche, aber dein Herzensanliegen, Herr. Du siehst die Menschen, wie sie zerbrochen werden, wie sie zerschlagen sind, wie sie so oft niedergebügelt werden. Oh Gott, und du hast uns gesetzt, dass wir hingehen und ihnen erzählen davon, dass du Ordnungen hast, die das Leben freisetzen, dass du Liebe hast, die diese Defizite auffüllen, dass du deinen Geist der Kraft hast, der aus unserer Unmöglichkeit uns sieghaft sein lässt. Vater, und ich danke dir, dass die sich immer zurückgesetzt fühlten, dass die immer dachten, sie sind nur dritte Wahl, dass die mit ihren Verletzungen immer wieder rumgekämpft haben, Herr, dass du die besonders gebrauchst in Jesu Namen. Dass eine Armee von verletzten und behinderten Menschen aufstehen wird, die nicht länger auf ihre Schwachheit gucken, sondern die auf deine Größe und deine Vergebung schauen. Und Herr, ich danke dir, wir sind nicht zu stoppen, denn der mit uns ist, ist größer und stärker als der in dieser Welt ist. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und ich glaube, dass Gott dich ruft heute Morgen. Und ich glaube, dass du genau gehört hast, wo der Heilige Geist dich heute abgeholt hat. Und zu dir sagt, hey, du musst von deiner Ausfahrt, von deinem Rasthaus wieder aufbrechen und auf die Autobahn der Berufung zurück. Du dienst nicht Menschen. Und auch nicht Menschen schreiben dir vor, was du zu tun hast. Sondern ich habe dich in den Dienst gerufen und du dienst mir. Und ich habe dich aus dem Dienst nicht entlassen. Ich habe dich nicht aus meiner Gemeinde entlassen. Ich habe dich nicht dazu berufen, Menschen zu dienen, sondern du dienst mir. Halleluja, Vater, ich glaube, dass du heute Morgen Berufungen wieder zurechtrückst, Menschen in die Mitarbeiterschaft rufst, Menschen in deine Gemeinde rufst, Menschen in den Gehorsam zurückbringst zu dir.
Aber ich merke und weiß, dass Leute, die der Teufel so oft angelogen hat, dass sie sich total schuldbeladen und unfähig gefühlt haben, der Herr sagt zu dir, ich sehe deine Sünde, ich sehe deine Schwachheit und ich verändere dich. Lass es einfach zu. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für einen Morgen deiner Kraft. Ich danke dir für dein Reden, Herr. Und ich bete um gehorsame Herzen. Denn Herr, du hast gesagt, nur der ist ein kluger Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut, der das Wort hört und es tut. Ich bete um Freisetzung deiner göttlichen Pläne heute Morgen in willige Herzen.